diesen Wagen, eine Heckflosse Baujahr 67, ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich Mitte der 60er Jahre in einem First-Class-Hotel gearbeitet habe. Und von der Rezeption aus konnte ich gut auf die Straße sehen, wie die Gäste angereist sind. Und zwar mit solchen Autos. Und da habe ich gedacht, sowas, das musst du dir auch mal leisten können oder zulegen. Und diesen Jugendtraum habe ich mir nun nach 50 Jahren erfüllt. Hier steht er. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with a bright red hair. Now she stands out. Das Fahren mit dem Wagen wie in einer Sänfte. Es ist bequem, entspannend. Es animiert nicht zum Jagen. In diesem Wagen hat man eine souveräne Position und sagt, was juckt mich rechts und links? Hier fühle ich mich zu Hause, hier ist es gut. Have you ever seen Miss Lindy? She likes to dance all day. And when she does rock and roll, it takes your breath away. Where she's mine. Yeah, she's mine. Und sollte es mal so sein, dass bei dem Wagen mal Aussetzer kommen, dass er mal im Moment nicht will. In dem Alter ist es verständlich, wie im Menschenleben ja auch. Aber es gibt noch Teile dafür, recht problemlos auch zu bekommen. Und es macht einfach eine Freude, ihn dann wieder zu fahren. Abschließend will ich sagen, dem Wagen, diesen Mercedes, würde ich nicht mehr hergeben. Der begleitet mich jetzt bis zum Schluss.